Juku Festival Interview mit Smile and Burn. Der Stufo ist immer noch unterwegs auf dem Juku. Und jetzt haben wir die große Ehre, die, was war das? Sesamstraßenband. Sesamstraßenband, ja. Und auch aka Smile and Burn. Smile and Burn. Ja? Richtig. Und sonst noch einen Namen? Alex Merkes und die drei Liköre. Genau. Und die drei Liköre, die dürfen wir heute endlich einmal interviewen. Hier im idyllischen Naturpark in Kelheim. Ja. Und ihr kommt jetzt, habt eine sehr weite Reise hinter euch. Ihr kommt extra von Berlin runter. In die Natur. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ne? Also, ich freue mich ja, dass ihr die Erfahrung machen dürft in wunderschönen Bayern. So, also, könnt ihr das in Worte fassen, wie schön es hier eigentlich ist? Ja, können wir total, weil also wir kommen ja auch gar nicht aus Berlin heute, sondern wir haben gestern in München gespielt und vorgestern in Nürnberg. Das heißt, wir haben so eine kleine Bayern-Tour eigentlich gemacht und haben jetzt drei Shows hintereinander durch Bayern getourt mit einem Off-Day in Bayern. Also wir haben es voll genossen. Ja. Fehlt nur noch so, also Alpenfeeling war das Einzige, was wir jetzt nicht hatten. Ne? Aber ansonsten komplett durch Bayern einmal durchexerziert. Und was ist gegangen am freien Tag? Weißwürsch, Frühstück und Lederhosen? Auf jeden Fall Habburger Stausee bei Nürnberg. Und abends waren wir noch in der Kneipe in Nürnberg und im Kino. Und war geil. Also, ja. Also ein potenzieller Wechsel von Berlin nach Nürnberg? Kann schon sein, ja. Was lief im Kino? Der Film, wie hieß er doch gleich? Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Und Empfehlung oder nicht? Absolut. Absolute Unbedingt Folge. Gucken, völlig verrückt. So wenig wie möglich vorher drüber lesen oder Trailer angucken, einfach reingehen. Einfach reingehen, ja. Und davon ab, was macht Kelheim besser als Nürnberg und München? Die Menschen. Ich habe gehört, die Befreiungshalle feiern hier alle ab. Und ihr habt hier ein eigenes Kloster, ein ehemaliges mit Brauerei drin, habe ich auch gehört, ne? Aber ey, wer in Bayern hat keine Brauerei? Muss man ja auch mal fragen. Ja, das ist auch so ein Ding. Jeder hat das quasi in seinem eigenen Keller. Ja. Sören spielt die Dinge auch gerne schnell runter. Toll. So, und jetzt raten wir mal, wer wurde denn befreit mit der Befreiungshalle? Die Bayern. Bayern von Napoleon. Das haben wir extra recherchiert vorhin noch im Bus. Wie sagt Karl Friedrich oder so? Nee. Ludwig. 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 Und wäre das was für das nächste Album? Was? Die Kelheimer Befreiungskriege? Also wir kommen aus dem Norden, befreien die Südländer oder so. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich eher umgekehrt. Höchstwahrscheinlich. Aber ihr habt ja auch einen kleinen Wechsel hinter euch. Ne? Ihr habt ja auf Englisch angefangen damals und jetzt ja nicht mehr Englisch, oder? Nee, jetzt nicht mehr Englisch. Jetzt singen wir auf Deutsch, genau. Aber ist jetzt schon auch das zweite Album auf Deutsch gewesen? Gut, das erste wurde eh, konnten wir eh nicht so richtig präsentieren wegen den letzten zwei Jahren. Genau, ja, haben wir gemacht. Haben wir einfach so gemacht. Diesen eiskalten Business-Move. Das war kein Business-Move, come on. Was war denn der Auslöser, warum ihr gesagt habt, hey, ab jetzt mal die Sprache geändert? Wir haben es sind zwei ausgestiegen bei uns. Also Chris ist unser alter Bassist und Sashi, unser ehemaliger Gitarrist, sind ausgestiegen. Und dann kam so die Idee, ey, wir könnten jetzt uns eigentlich mal leisten, was zu ändern. Also es würde nicht so schwer ins Gewicht fallen, weil wir einfach sowieso einen krassen in einem Umbruch sind. Und dann wollten wir uns das selbst wieder so ein bisschen spannend, künstlerisch spannend einfach machen. Und weil wir auch in anderen Ländern nie so richtig krass Erfolg hatten, sondern das immer ja so eine Quälerei war und wir eh gesagt haben, wir versuchen jetzt mal erstmal in Deutschland gute Shows zu spielen, haben wir auch gesagt, dann können wir auch dieses künstlerische Wagnis einfach eingehen und auf Deutsch singen. Ja. Am meisten war es, glaube ich, vor allem auch eine künstlerische Entscheidung, das nach fast 10 Jahren auf Englisch singen, mal was Neues reinzuholen in die ganze Texterei, Gesingerei, Musikmacherei. Und war diese Quälerei, wie du es genannt hast, im Ausland auch ausschlaggebend? Ihr habt ja auch schon in Japan gespielt, ne? Da muss ich jetzt einfach mal interessehalber nachfragen, weil von Bayern nach Japan ist dann doch eine Ecke. Ja. Wie war das? War toll. War jetzt, ich mein Gott, das ist jetzt 7 Jahre schon her. Das war zur Action-Action-Platte, glaube ich. Wir waren 2 Wochen in Japan ungefähr, haben, glaube ich, 4 Shows gespielt. Es war eine fantastische Zeit. Das ist natürlich das Tolle, wenn du halt auf Englisch singst, dann ist das manchmal auch so eine Mischung aus Tour und Urlaub. Und man sieht halt auch andere Orte auf eine andere Art und Weise, als wenn du nur Tourist bist. Aber Japan war fantastisch, ganz toll. Aber nicht so schön wie Kelheim. Nein. Ich wollte es gerade sagen.
Was? Aber definitiv anscheinend Wiederholungsbedarf. Geht ja auch auf Deutsch. Ne? Klar, Kampfsport haben sie ja vorgemacht. Die waren doch jetzt erst letztens irgendwann mal. Sind das dann auch die Auftritte, die euch mit am meisten in Erinnerung bleiben? Oder gibt es da andere woanders, die, wo ihr sagt, so, das ist der Auftritt, an den denke ich am liebsten zurück? Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich meine, klar, sowas wie Japan bleibt hängen oder England-Touren oder sowas auf jeden Fall. Aber zum Beispiel gestern in München hatten wir irgendwann eine so große Gummikackwurst auf der Bühne liegen, die da jemand hingelegt hat. Das bleibt bei Philipp hängen. Das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Na klar, na klar. Und natürlich das letzte Mal Juku-Festival ist auch hängen geblieben. Ne? Stimmt, da haben wir noch Schnaps in der Menge verteilt, ja, wo ich mit dem Tablett durch die Menge bin. Wir sind heute angekommen und haben erstmal das große Zelt gesucht. Ja, ne? Wir sind erstmal vorbeigefahren am Festival. Zum Glück habt ihr doch noch hergefunden. Ja. Was wollt ihr heute veranstalten, dass die Leute sagen, hey, es war noch besser als letztes Mal? Vielleicht, dass dann auch noch eine größere Kackwurst gibt. Aber aus Gummi, ne? Also, immer aus Gummi. Ey, ganz im Ernst, wenn das Ding eine echte Kackwurst gewesen wäre, die Person, der das aus dem Arsch gefallen ist, muss jetzt auf jeden Fall 20 Kilo leichter sein. Respekt. Und wahrscheinlich so ein Guinness World Record. Ja, wahrscheinlich. Ja, was können wir denn Kelam heute bieten? Ich weiß nicht, Wolli, was ist denn dein Ziel für heute Abend? Ich weiß nicht, ob wir die Veranstalter vergraulen sollten und doch Circle Pits und Wall of Death Ansagen machen sollten. Wir wurden angehalten, es nicht zu machen, aber ich weiß nicht, ob ihr dürft das halt davor nicht ankündigen. Ich glaube, dann macht auch keiner was. Also, aber wenn man so gestikuliert, dann geht das schon? Oder? Können wir darüber sprechen? Wisst ihr, warum das da so... gibt es da einen Grund für? Ja, diese Wall of Death, ne, klingt ja auch ein bisschen bedrohlich. Wahrscheinlich hat es was mit dem Tod zu tun. Wall of Liebe machen? Wall of Love. Ja. Okay, ja. Dann hier schon mal eine Preview, wird Wall of Love. Aber jetzt also natürlich Wand der Liebe, weil... Ja, auch Burn, ne? Das ist ja auch ziemlich gefährlich. Eigentlich. Ja. Wenn wir überhaupt spielen dürfen. Warum wollen wir? Ey, ich meine, ihr habt Karate an die für morgen gebucht. Ey, was ist denn los mit euch? Wir haben gesagt gerade. Also, ey, weil das, zu gefährlich war. War dann doch zu gefährlich. Ja. Ne, man muss halt auch nur mal auf die Jugend aufpassen. Seht ihr da auch irgendwie so euren Auftrag als Menschen der Öffentlichkeit, die Jugend von Sünde zu befreien oder weiß der Herrgott was? Was? Wo sind ich hab das Gefühl, hier? Ich oder in die Sünde rein. Ach komm. Ich glaube, er hat auch schon 3 Weizenbier getrunken hier vor dem Interview. Philipp oder er? Ja? Auch Philipp. Also, haben wir noch? Wir sind im Auftrag der Jugend unterwegs. Wir sind im Auftrag der Jugend unterwegs, genau. Und die Erwachsenen. Was hast du, wie hast du es gedacht? Ich weiß gar nicht, ich verstehe die Frage auch gar nicht. Also ich, macht nichts, ich glaube, er hat sie, glaube ich, selber nicht verstanden. Das macht nichts. Hey, dazu gibt es jetzt keinen Kommentar. Ah, okay. Na, worauf, mal wieder ernster, worauf können sich die Gäste heute freuen oder generell, wenn sie zu euren Shows geht, wie beschreibt ihr euch, was ist euer Ding, wie seid ihr auf der Bühne? Also Wolli, du betrachtest das ja von hinten. Du musst eigentlich wissen, wie wir auf der Bühne sind. Ich muss das. Also jetzt die letzte Woche waren wir auf Tour und wir haben auf jeden Fall unser Comedy-Programm noch mal ein bisschen gestärkt. Also man kann auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion Spaß mitnehmen, sag ich mal. Ansonsten natürlich, also wenn man noch einen echten Amp auf der Bühne sehen will und wie der komplett in den Arsch gehen kann, dann sollte man auch zu uns kommen. Ansonsten, da ist ja sehr viel digital heutzutage immer schon unterwegs, ne? Aber bei uns gibt es noch von alten Herren aus den 70ern den echten Rock, sag ich mal. Wir delivern noch den echten Rock. Noch mit einer echten Röhre und nicht mit einem Camper. Echte Röhre, echtes Schlagzeug, alles dabei. Ja, wenn wir vorher nicht so viel trinken, spielen wir vielleicht auch tight, aber davon gehe ich aus. Wir sind gut in den Schuss gerade. Gib einen kleinen Wodka vorher. Kleinen Body zum Lockern und dann geht das ab. Ja, du hast es angesprochen, sehr viel digital inzwischen. Wie habt ihr denn die Pandemie weggesteckt? So, gerade wenn man im Vergleich sieht, hey, ihr habt da gespielt, ihr habt hier gespielt, große Shows, auch im Ausland. Und jetzt so 2 Jahre lang gar nichts. Oder wie war es bei euch? Wie habt ihr es weggesteckt? Wie seid ihr? Wie arg freut ihr euch, dass jetzt wieder weitergeht und so? Wir freuen uns sehr, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall auch gemerkt, wie man so, glaube ich, 2 Jahre lang, also man muss dazu sagen, wir haben letztes Jahr so 5 Shows gespielt im Sommer, da wo das ging. Aber wir haben die Zeit auf jeden Fall produktiv genutzt, aber jetzt war die Zeit, dann wirklich mal wieder rauszukommen. Ich habe jetzt die Woche wirklich wieder gemerkt, okay, das fehlte. Das ist einfach auch Teil der ganzen Sache. Man kann nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen, Alben schreiben, Podcasts machen, Twitch-Streams machen so ungefähr, sondern zumindest für uns gehört das dazu, dass wir auch live spielen. Und deswegen ist diese Woche jetzt gerade wirklich so ein Befreiungsschlag, dass wir einfach hier am Start sind. Und heute ist das erste Festival der... Nee, wir haben ein Festival dieses Saison schon gespielt, aber das zweite Festival und die gehören halt auch so krass mit dazu einfach. Und
Ich denke, versucht auch gar nicht, diese zwei Jahre jetzt schon wieder zu vergessen, weil die waren ja nicht so geil. Insofern nach vorne gucken. Dezent ausgeguckt. Gut, dann wären wir soweit durch mit den Fragen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, euch. Und ja, habt Spaß noch. Ja, ihr auch. Ganz Applaus, Juku Festival. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächstes Jahr. Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern.